Das ist ein bisschen doof. Na gut. Da wollen wir wieder tauchen. Ja. Ich glaube, das sind wirklich diese Unterwassergeräusche, die ich höre. Ich habe gerade die Nase. Kann ich mal loslassen, ja. Was waren das für Leute? Das waren Soldaten. Definitiv. Das waren Soldaten von früher, aber sind die wirklich unsterblich? Das weiß ich. Da bin ich noch am Zweifeln. Schrotflinten freigeschaltet. Ja, eine neue Schrotflinte. Oh, da war was. Halt. Dies erinnert an den Aufbau einer großen Stadt. Kitesh. Wandgemälde gefunden. Ja, das andere haben wir übersehen. Lara! Lara! Bist du da oben? Jonah, bist du das? Kleiner Vogel! Du bist am Leben! Ich wusste es! Mein Gott! Jonah, was machst du hier? Wo bist du? Ich bin hier oben in einer Art Festung. Du kannst Jacob dafür danken. Seine Leute haben mich halbtot in der Tundra aufgelesen. Ich kann's nicht glauben, du bist mir gefolgt. Ist das so schwer zu glauben? Ich sagte doch, ich halte den Rücken frei. Ich konnte dich nicht im Stich lassen. Ich bin auf dem Weg zu dir. Bleib einfach, wo du bist. Genau das hatte ich vor. Sei bloß vorsichtig. Ah, oh, unser kleiner Dickerchen hat überlebt. Den habe ich gar nicht mehr gedacht, tatsächlich. An den habe ich echt gar nicht mehr gedacht. Habe ich tatsächlich vergessen. Geothermales. Wir sind zurück. Oh. Oh, warte mal. Ja. Wo bin ich denn hier wo bin ich denn hier gelandet? Bin ja ein Weg durch die Berge. Ja, das ist leicht. Das ist einfach. Das geht ruckzuck. Oh. Achso, nee, ist einer von uns. Moin. Lara, gut, dass Sie noch bei uns sind. Die Eindringlinge sind über das ganze Tal verteilt. Aber wir drängen Sie zurück, wo wir können. Wir können Ihre Hilfe immer brauchen. Wir wissen, dass wir Ihnen vertrauen können. Ja, kein Problem. Finden Sie nahegelegen. Ach so, wahrscheinlich das Grab. Ja, das ist das kleinste Problem, die außer Gefecht zu setzen. Ich möchte aber gerne von hier aus, weil ich will mal gucken, was uns hier, weil ich bin jetzt hier, das heißt, ich kann nach da. Ich muss sowieso dahin. Ja gut, dann gehe ich hier hin. Kann das sogar der Weg zum Observatorium sein. Ja. Was schön ist das hier. Wirklich echt schön. Kann ich hier so rüber? Ja, Gott sei Dank. Oh, und ein Lager sehe ich gerade. Ja, ein Lager. Wundervoll. Was haben wir denn hier? Hier gar nichts. Achso, von der anderen Seite? Ah, Boxen, Boxen. Mal her mit dem Loot. Mal schauen, was haben wir hier? Ich könnte hier theoretisch runterspringen und dann dahin. Das will ich aber nicht. Erstmal sehe ich, dass da was leuchtet. Halt. Ja, warte gerade. Bingo. Und dann würde ich gerne das Grab noch erkunden. Wenn das hier das Grab ist. Da oben geht es nämlich weiter. Das ist wahrscheinlich die Bibliothek. Ja, da geht es weiter. Gut. Einmal kurz ausruhen, die Karte nehmen. Oh, neue Waffe verfügbar. Jemand anders hat Trinity in der Dunkelheit unter der Kathedrale angegriffen. Könnten das die Unsterblichen sein, die Sophia erwähnte? Und wenn ja, welche Rolle spielen sie bei all dem? Ich habe so viele Fragen. Aber im Moment bin ich nur erleichtert. Jonah lebt. Ich hätte wissen müssen, dass er mich suchen kommt. Und Gott sei Dank fanden ihn Jacobs Leute, bevor er Trinity in die Arme gelaufen ist. Ich wollte nicht, dass er sich auch in Gefahr bringt. Aber ich muss zugeben, ich bin froh, dass er hier ist. Das ist richtig.
Kipplauflinte, wie sieht die denn aus? Oh, die sieht aber schick aus. Die ist natürlich besser, macht weniger Schaden. Die macht richtig Schaden. Behalt die mal. Wo kann ich die verbessern? Nachladegeschwindigkeit. Also tatsächlich. Die Munition ist halt das Problem. Die hat nicht so viel Kapazität. Aber die macht richtig viel Damage. Ja, hier behalten die. Ah, ich kann noch was machen. Was kann ich denn noch Schönes machen? Was haben wir denn noch? Das ist alles gut. Das ist alles, was wir brauchen. Dann nehmen wir das. Nehmen wir das. Und wir nehmen das. Da haben wir die Schrot mal ein bisschen ausgerüstet. Da ist nichts mehr. Wahrscheinlich auch nur wieder, ja, die Fäden. Gut, dann haben wir jetzt eine andere Schrot genommen. Mal was ganz anderes. Und dann gehen wir mal auf Fähigkeiten. Und dann schauen wir mal bei Überleben. Da würde ich weiter machen. Das war das mit dem. Wenn Sie im Basislager großvolumige Munition und Ressourcentaschen haben, erhöhen Sie die Menge der... Das werde ich mal machen. Wenn das heißt, ich kann mehr tragen und auch mehr habe mehr, wäre natürlich mega. Und was haben wir alles übersehen? Wand und Dokumente. Also erstmal ist da noch was. Ja, und da ist auch noch was. Oh, hier ist auch noch sehr viel. Ja, das werde ich, glaube ich, alles offscreen. Also auch die Dokumente werde ich offscreen suchen. Wir kann das ja mal irgendwann durchgehen, weil ich habe ja schon wieder ein paar. Oder ich werde das einfach mal hochladen. Ich weiß es halt noch nicht. Da muss ich wirklich mal schauen. Ah, da hinten. Ich da hinten nochmal eben gucken. Gehe ich dahin das Dokument mal suchen. Kann ich echt jetzt mehr tragen? Nee, ich kann wahrscheinlich mehr herstellen. Auch nicht. Aber ich kann hier was holen. Wo ist das denn? Ah, da hinterm was? Also hinter dem Sprung. Ja, ich weiß, hier ist ein Grab. Ah, ich weiß wo. Da ist das. Aber wie komme ich da denn hin? Nee, so nicht. Ein bisschen weiter weg vielleicht. Ah. So komme ich rauf. Und dann hole ich mir das mal. Ich habe unseren Feind unterschätzt. Elias ist bei meiner nutzlosen Mission gestorben. Und mein Vater wurde seit 2 Tagen nicht gesehen. Wir brauchen jeden Einzelnen gegen Trinity. Aber offenbar hat man uns den Todesstoß schon vor dem eigentlichen Kampf versetzt. Unser Glaube ist unsere Rüstung. Aber was nützt er gegen einen Feind, der mit jeder Generation stärker wird? Auch wenn wir überleben, werden unsere Kinder ihre Schlacht verlieren. Das glaube ich nicht. Ich denke, dass die primitivere Munition technisch besser ist, wie auch die neumodische. Glaube ich wirklich. Weil jeder hat seine Stärken und seine Schwächen. Das ist halt. Aber gut. Wir wollen ja nicht hier den Glauben nehmen. Lara, ich würde den Atlas gerne untersuchen, wenn Sie bereit sind. Ich habe ihn und bin bald da. Passen Sie gut auf ihn auf. Wir warten auf ihn. Kann es sein, dass... Ah, jetzt. Kostet mich irgendwie mehr. Das Heft eines alten Dolches wurde wohl aus Knochen geschnitzt. Oh, Gravuren. Die Klinge fehlt schon lange. Scheint ein Oberschenkelknochen zu sein. Nahezu sicher von einem Menschen. Vielleicht ist es eine Art rituelles Objekt. Das würde ich auch tippen. Das sieht sehr danach aus. So, ich bin voll. Voll, ja. Voll bin ich sowieso. Gut, dann wollen wir. Jonah!
siehst furchtbar aus. Furchtbar und glücklich. Ich hatte recht, Jonah. Dad hatte recht. Die göttliche Quelle ist echt. Ich wünschte, er könnte das selbst sehen. Er wäre stolz auf dich. Sophia hat mir erzählt, was du für ihr Volk getan hast. Lara, schön dich zu sehen, Sophia. Jacob wartet im Observatorium auf dich. Sie haben ihn gefunden. Die Gründer von Kitesh waren geschickte Handwerker. Und hier betrachteten sie den Atlas. Jonah, probier die Ketten aus. Okay. Unglaublich. Sie müssen ihn verwendet haben, um den Bau der Stadt zu planen. Wie uralte Blaupausen. Ganz genau. Alles strahlt aus von diesem Punkt. Das Zentrum der Stadt liegt also unter dem See. Aber irgendwas stimmt nicht. Die Kathedrale, wo der Atlas war, ist auf der falschen Seite der Karte. Dreh noch etwas weiter. Das reicht. Kitesh liegt nicht unter dem See, sondern unter dem Gletscher. Die göttliche Quelle muss dort sein. Wie zum Henker kommen wir durch das ganze Eis? Warte. Dieser Pfad hier führt in die Stadt. Die Kathedrale ist dort und der Turm auf der anderen Seite. Das bedeutet, der Eingang von Kitesh befindet sich hier. Der Eingang von Kitesh ist hier. Sie wussten es. Wir haben nicht viel Zeit. Es wird nicht lange dauern, bis Trinity die Position der Quelle entdeckt. Aber ich muss sofort zu Jonah. Aber wenn Sie dadurch die Wahrheit aufgeben, deretwegen Sie hier sind? Er hat sein Leben riskiert, um mich zu finden. Ich habe ihn fast schon einmal verloren. Das reicht. Dann gehen Sie. Tun Sie Ihre Pflicht. Ugh.
Falls Jonah noch lebt, halten sie ihn bestimmt im alten Sowjet-Gulag fest. Diesen furchtbaren Ort wollte ich nie wiedersehen, aber ich kann ihn jetzt nicht in Trinitys Händen lassen. Jonah, halte durch. Sophia, bist du da? Lara, geht's dir gut? Ja, ich bin oben beim alten Kupferwerk über dem Gulag.